Salü, schön, dass ihr wieder da seid. Auf Instagram und hier auf YouTube habt ihr wieder abgestimmt und ihr wolltet als nächstes ziemlich eindeutig ein Outfit Diary sehen und nicht meinen Gymshark Haul. Ich glaube, das war jetzt das letzte Mal, dass ich das vorgeschlagen habe. Sonst wird es zum Running Gag. Ich habe also in der vergangenen Woche meine Outfits gefilmt. Dabei festgestellt, dass es eigentlich eher ein How to Style Your Mom Jeans geworden ist, als ein wirkliches Outfit Diary, weil einfach die Hosen, die ich immer anhabe, sind meine beiden Mom Jeans. Ihr kennt sie beide schon, das ist einmal meine hellblaue Mom Jeans und genau das gleiche Modell habe ich auch noch einmal in Schwarz bestellt, weil mir die hellblaue Variante so gut gefallen hat. Beide Jeans habe ich bei Urban Outfitters gefunden und sie sind beide von BDG und ich verlinke sie euch unten in der Infobox. Die Mom Jeans zeichnet sich dadurch aus, dass sie einen Bund hat, der über den Bauchnabel reicht, das heißt, zaubert einen wunderschönen flachen Bauch. Die Taschen hinten auf dem Po sind etwas höher angebracht als bei einer normalen Jeans. Das Bein ist gerade geschnitten bzw. läuft nach unten leicht zu, also so Karotten-Jeans-mäßig und ist oft gekrempelt, das heißt, sie ist knöchelfrei. Das ist natürlich nichts Neues, sondern ein Trend aus den späten 80ern und 90ern, der aber jetzt wieder total modern geworden ist. Neben der Boyfriend-Jeans, die glaube ich letztes Jahr so gehypt worden ist, ist das quasi die neue Variante und sie ist einfach super bequem, wie gesagt, macht einen schönen flachen Bauch. Man muss ein bisschen aufpassen, dass sie einen nicht zu kastig wirken lässt und deswegen zeige ich euch jetzt, wie ich das gemacht habe mit meinem Outfit Diary oder How to Style Your Mom Jeans. Beziehungsweise nicht You have to style it like this, but I did it. Fangen wir an mit meiner blauen Mom Jeans, die ich mit einem oversized, natürlich gestreiften Shirt kombiniert habe. Um den Ausschnitt zu füllen, habe ich mir wie immer meine beiden Missoma-Ketten umgehängt, die ich euch natürlich auch wie alles andere unten in der Infobox verlinke, soweit es die Sachen noch gibt oder ich gucke, dass ich was Ähnliches finde. An den Füßen trage ich meine blauen Birkenstocks, weil die einfach super bequem sind und wir einen Mädelsabend hatten am Montag und ich schon wusste, dass ich von der Kneipe, von der Bar zurücklaufen werde nach Hause. Und da dachte ich mir, nehme ich ein paar Schuhe, in denen ich wirklich gut und schnell meine Strecke zurücklegen kann. Am Dienstag habe ich dann meine schwarze Mom Jeans kombiniert. Es war nicht ganz so heiß, beziehungsweise auch ein Outfit, das ich nur kurz draußen getragen habe. Dazu habe ich mein einfaches graues Herzchen-Shirt kombiniert und meine Chloé-Tasche. Endlich ist sie mal zum Einsatz gekommen. Und weil ich wusste, dass ich nur eine kurze Strecke laufen werde, habe ich dazu meine Wedges von Urban Outfitters kombiniert, die ich euch wirklich sehr, sehr empfehlen kann. Auch die verlinke ich euch nochmal unten in der Infobox, weil die wirklich, obwohl sie so hoch sind, tatsächlich bequem sind und sie sehen einfach super sommerlich aus mit den Straps, die man sich um die Knöchel wickeln kann. Und ja, große Empfehlung. Ich überlege schon, ob ich sie mir noch in einer anderen Farbe kaufen werde. Das Outfit vom Mittwoch habt ihr schon gesehen. Das war einfach meine schwarze Mom Jeans kombiniert mit diesem hellblauen Top mit einer Rüsche oben dran, dass man sowohl schulterfrei tragen kann, als auch oben auf den Schultern, je nachdem, wie mutig man ist. Und man kann es vorne knoten oder eben in die Jeans reinstecken. Ich bin ja so jemand, der noch ein bisschen Schiss davor hat, bauchfrei rumzulaufen, aber ich finde irgendwie in der Variante und vor allem auch, weil die Mom Jeans so hochgeschnitten ist, traue ich mich das sogar, so rauszugehen. Dazu habe ich meine schwarzen Birkenstocks angezogen, einfach wieder, weil es bequem ist und hallo Alltag und meinen schwarzen Lederrucksack. Auch am Donnerstag habe ich dann die schwarze Mom Jeans nochmal getragen. Zu der muss man natürlich sagen, dass die, wenn es wirklich heiß draußen ist, nicht so wirklich was ist, weil dann wird es wirklich warm drin. Im Gegensatz zu der blauen, die ist mittlerweile schon ein bisschen ausgeleierter und dadurch luftiger und halt auch nicht schwarz, was die Sonne nicht so anzieht. Das heißt, die kann ich auch noch anziehen, wenn es nicht brühend heiß draußen ist, sondern so schöne Sommertemperaturen halt hat. Zu der schwarzen Mom Jeans habe ich kombiniert ein rotes Shirt. Weil das sehr durchsichtig ist, habe ich auch hier wieder darauf geachtet, was ich drunter trage. Einen schwarzen Spitzen-BH von Change, den ich euch auch mal unten in der Infobox verlinken werde,
Weil ich finde, ein guter BH ist sehr wichtig, auch wenn es hier gerade um Mom-Jeans geht, wollte ich das nur mal anmerken. Den sieht man so ein bisschen durch. Das Shirt habe ich wieder reingesteckt, was finde ich bei Mom-Jeans super wichtig ist, damit man eben nicht diese Kastenform hat. Stecke ich eigentlich wenigstens vorne immer alles rein oder knote meine Shirts, wie ich das bei den blauen gemacht habe, sodass man noch eine schöne Silhouette hat, also eine schlanke Taille und dann halt ist es nicht so schlimm, wenn unten die Mom-Jeans kommt. Beziehungsweise ich mag das ja sehr, sehr, sehr gerne. Wo war ich stehen geblieben? Welches Shirt hatte ich angehabt? Genau dazu habe ich dann wieder meine schwarzen Birkenstocks angezogen. Hätte ich auch wieder gut kombinieren können mit den Sandalen, die ich euch gezeigt habe. Den roten, weil das Rot von den Schuhen passt ganz gut zu dem Shirt. Aber es war wieder so ein Tag, wo ich viel rumgerannt bin. Das heißt, ich habe lieber die Birkenstocks angezogen, weil ich einfach faul bin und ich nicht will, dass mir die Füße wehtun. Und am Freitag ist dann nochmal die blaue Mom Jeans zum Einsatz gekommen, der Gerechtigkeit halber. Nicht, dass die blaue denkt, sie wird jetzt vernachlässigt, weil es die schwarze neu gibt. Die habe ich diesmal ganz schick kombiniert, nämlich mit meinem blauen Spitzentop, das ihr auch kennt aus einem Haul, der schon ziemlich lange her ist. Das ist vorne relativ tief ausgeschnitten und hinten auch. Das heißt, da muss man wieder so ein bisschen gucken, was man drunter trägt. Aber der trägerlose BH, den ich unter dem blauen Top vom Mittwoch getragen habe, passt auch hier super gut, der lässt es auch zu, dass man am Rücken relativ schauen kann, also dass der Rückenausschnitt sehr, sehr tief ist. Ich hätte jetzt natürlich, um das Ganze ein bisschen runterzuholen, wieder meine blauen Birkenstocks dazu kombinieren können, aber ich dachte mir, wenn ich schon oben Spitze anziehe, dann packe ich auch noch mal ein bisschen was Höheres an die Füße und habe meine braunen Wedges-Sandalen genommen, die von H&M sind, die quasi meine Einsteiger-Variante waren für diese Badges. Irgendwie kann ich heute nicht gerade ausreden, aber das passt schon. Ihr seht ja, was ich meine. Damit habt ihr 5 Beispiele, wie ihr eure Mom Jeans tragen könnt, wie ihr gesehen habt. Es geht sowohl mit einer Bluse, lässiger, schick mit einem Spitzentop oder einfach im Alltag mit einem T-Shirt, was man in die Hose reinsteckt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe euch ein bisschen Inspiration für eure Mom Jeans bieten können. Und ich schalte mal wieder hier oben eine Umfrage, was ihr als nächstes Video sehen wollt. Ob ihr sehen wollt ein Food Diary oder ein Rezept von mir. Könnt ihr gerne abstimmen. Ich freue mich, wenn ihr da so fleißig mitmacht, weil ich weiß, in den Sommermonaten jetzt guckt man natürlich nicht so viel YouTube-Videos. Kann ich voll verstehen. Ich liege auch lieber draußen in der Sonne oder im Schatten. Und da möchte ich euch natürlich die Videos geben, die ihr gerne sehen wollt. Also fleißig abstimmen, gebt dem Video einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Wir sehen uns demnächst wieder. Bis bald. Tschüss.